Und da denkst du, du bist mitten im Sommer, mitten auf einer karibischen Insel und hast ständig Schnupfen, Windkälte, Grippe. Ey, das ist ja die Hölle hier. So, mal gucken, wie wir das beheben können. Überhitzung haben wir nicht, Vergiftung haben wir nicht. Da ging Grippe los, zack. Triefende Nase, Grippe, das wollen wir alles nicht hören. Wir sind in der Karibik. Aber wir wollten ja, auch wenn es schon wieder dunkel und finster ist, uns mal die Gasmaske machen oder die Atemschutzmaske. Ob schon mal die Ressourcen dafür, was sind das? Ach, das ist der Feuerstein. Mal zusammengesucht. Da. An der Werkbank. Wie immer. An der Werkbank. So. Jetzt gib mir die Maske hier. Zack. Platzieren. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren, ich hoffe, entspannten Runde. Jetzt wird da wieder eine Nadel. Ey, das Spiel hat auch alle 2 Minuten einen neuen Furz im Kopf. Immer irgendwas Neues. Da, gib die Nadel her. So, aber jetzt. Mir doch egal jetzt. Jetzt will ich die haben. Kräutermaske, jetzt haben wir sie. So. Weil dann können wir nämlich jetzt hier Antiglaskostüm machen. Ein Stück Leder und ein Sehnenfaden. Sehnenfaden. Ich sehne mich nach Faden. Wo ist mein Sehnenfaden? Verarbeitete Haut nehmen wir mal eins mit. Und nicht ein fertiges Lederstück irgendwo rumliegen. Da wird er auch dann den Nadel haben und Faden. Irgendwann schreit er noch rum, will eine Nähmaschine haben oder sowas hier. Haben wir hier noch irgendwo fertiges Fest? Da, guck, da, getrocknete Haut. Mensch. Leder. Das Spiel weiß, wie es mich ärgert, oder? So, Wasser. Gib mir jetzt hier Wasser. Ich will jetzt hier Wasser. Also Wassertank. Aber jetzt getrocknete Haut. Was habe ich eingesteckt? Bearbeitete Haut. Ein Klick. Haben wir da schon was vorbereitet? Los jetzt hier. Da. Und jetzt geht's wieder los. Was muss ich jetzt noch tun? Nadel mit 40 brauchen wir. Verbesserte Werkbank. Dann können wir ja vielleicht in die Ecke da reinschlenzen, wo wir gestern nicht weiter konnten, weil wir dem Gas nicht widerstehen konnten. Ich brauche eine Nadel. Einfach eine Nadel. Ist denn das die Möglichkeit? So, jetzt. Also, hier hat es noch 1. Alle gemacht. Hier hat es noch 10. Alle gemacht. Und hier den Rest. Jawohl. Das ziehen wir mal aus. Das ziehen wir... Nein. Das heißt, man wegschmeißen muss. Ey, die Sachen waren teuer. Die waren noch gut. Haben wir. So. Und da mich das ein bisschen deprimiert, hier war gar kein Bett mehr, hier im Dunkeln rumzurennen. Wir haben doch so ein schönes Hütchen gebaut. Gesundheitlicher Schlaf ist nicht, weil zu wenig getrunken. So, guter Schlaf, aber ich will nur guten Schlaf. Zip. Ah, es ist wieder hell draußen. So, dann packen wir den ganzen anderen Mist mal weg. Ja, eigentlich müssten wir ja 5 Leben haben, um alles irgendwie über die Bühne zu bringen. Komm. Die her. Zack. Kann das trocknen. Mal erledigt. Und was ich unbedingt machen muss. Ganz dringend unbedingt. Das nervt mich nämlich schon seit einer geraumen Weile.
Ich brauche einen Müll. Einen Mülleimer. Oder was, wo ich was reinschmeißen kann. Oder gibt es sowas mittlerweile schon? Weiß es gar nicht. So, platzieren. Ja. Weil ständig habe ich hier den Mist hier rumliegen. Guck mal, hier ist mal ein bisschen an der Nadel dran. Dann packe ich die mal mit hier rein. So, und dann hebt man den ganzen Quatsch hier auf hier. Die alten vergammelten Nadeln. Da. Ja, ich könnte es zerstückeln, ich könnte und überhaupt und sowieso, aber rüber das und rüber das. So habe ich alles hier mal auf einen Platz. Und da kann ich das machen, wenn mir danach ist und nicht mittendrin. Hausarbeit ist halt mal jetzt nicht das, wo mir die Nase danach steht. So. Essen, trinken, komm, bis es uns schlecht wird. Steckis raus. Haben wir. So, gegessen haben wir, getrunken haben wir. Jetzt setze ich mich hier her und lese. Buch von St. Albans. Das Buch beschreibt Beschäftigung und Interessen der adligen 15. Jahrhundert, darunter Heraldik, Jagd und verschiedene Arten des Fischfangs. Lesen. Na dann. Große Fische können aufgespürt werden. Große Fische, okay. Was auch immer große Fische sind. Das haben wir hier noch im Kochbuch. Ein altes römisches Kochbuch, es wurde mehrere Male nachgedruckt. Es enthält über 400 Rezepte und Methoden für die Zubereitung verschiedener Gerichte aus unterschiedlichen Produkten. Schaltet Kocheffekt frei. Ja, dann. Wegen einbrechender Dunkelheit. Dann mach doch deine Fackel an. Oder setz dich ans Lagerfeuer, da, zack. Immer das Gemaule und Gemeckere. Da. Wir haben früher auch mit Taschenlampe. Leichte Vergiftung hat sich verschlimmert. Was denn für eine Vergiftung? Überhitzung. Da. Leichte Verdauungsstörung auch noch. Es ist nur einfach, weil er sich überfuttert hat. Weißt du, das sehe ich jetzt nicht so. Guck mal, haben wir noch ein Eisen. So tragisch. Bei Latenz bewege ich mich ja hier sowieso immer zwischen Vergiftung und Nahtoderfahrung. Und da ist es nicht so schlimm. Die Harpune nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Messer ist in Ordnung. Schaufel, falls wir sie brauchen. Trinken. Zack. Haben wir noch ein bisschen was zu trinken. So, Flasche ist voll. Flasche voll ist besser als Flasche leer, oder? So, Fackel aus. Gut, das haben wir erledigt. Müssen wir noch irgendwas wegessen? Wenn wir jetzt eh schon ja leichte Verdauungsstörung haben und Vergiftung. Komm, dann kommen wir hier auch noch. Wehtun muss es. So, haben wir. Wieder schlafen. Ah. Und jetzt geht wieder die elendige Suche nach Materialien los. Wir können ja gleich mal auf die Karte schauen, wie denn der Stand ist. Also, wir haben hier auf der Kupferinsel. Ah ja, das steht dann nicht mehr da nach dem Einloggen. Die hat man ja. Ah, das ist so schade, dass du halt hier nicht mehr siehst, wie lange das noch ist. Aber ich kann ja das Spiel jetzt nicht 14 Tage durchlaufen lassen, nur damit die Karte weiterläuft. So, und auf der felsigen Insel hat man ja hier ein Eisenvorkommen, da ein Eisenvorkommen, da rennt der Puma wieder rum. Den weißen Schakal
Waren wir da schon gewesen? Wisst ihr was? Wir können ja mal gucken, wie der Boss aussieht. Also nur mal gucken, oder? Hallo Welt. Ich bin da ganz dringend dafür. Ich möchte wenigstens den Boss mal gesehen haben. Wegrennen können wir immer noch. So. Da-da-dam. Brauchen wir irgendwas Besonderes? Wir haben Speer, den Hammer. Ich glaube nicht, dass wir den Hammer jetzt brauchen. Wo ist er denn hin? Den Hammer hier raus. So, wir haben die Axt einstecken. Die Eisenaxt brauchen wir demzufolge auch nicht. Jetzt lassen wir alles hier. Ich will jetzt nichts hacken, nichts klopfen. Behälter voll. Ein Waffenständer wäre noch was. Darkware könnte ich mich dringend begeistern. Lampenöl brauchen wir jetzt auch nicht. Pilzsuppe gegen Wind ist in Ordnung. Antigaskostüm. Als nächstes können wir vielleicht die bessere Tauchmaske machen. So. Na los, bevor der Tag wieder um ist. Schildi, du schlitzt dir aber Orange ab, oder? Hallo? So. Leer gemacht habe ich natürlich auch nicht. Das gibt noch was zu trinken. Da. Ein paar bisschen Platz hier in der Kiste. Leinestecke. Und hier haben wir noch 4 Steckchen. So. Irgendwie steht hier alles voller kleiner Stecke. Voller kleiner Kisten. Nur weil ich zu faul bin. Da, zack. Dann nehmen wir das mal raus und das und das und das und das und das und das und das. Die nehmen wir auch raus. Zack. Und die auch. Mal gucken, was in die kleine Kiste passt. Da. Kiste voll. Davon ein bisschen was, davon ein bisschen was, davon. Ja, so. Wenn ich doch mal irgendwas hin und her transportieren will, ist es Kahn immer voll. Was mich daran erinnert, dass es ja auch einen viel, viel größeren Kahn gibt. Und den wollen wir auch bauen. Oder? Zumindest möchte ich ihn sehen. Werkzeugsätze hätten wir. Seil aus Häuten kriegen wir hin. Getrocknete Haut kriegen wir auch hin. Eisenbaumast, da bin ich geizig. Holzbretter kriegen wir hin. Eisenbahn. Da ist das doch unser nächstes Ziel. Aber erstmal ab. Große Reise. Ja, was machen denn zuerst? Mal in die vergaste Höhle rein. Ja, komm. Wir gucken einfach mal. Notfalls können wir noch ein paar Ressourcen sammeln oder was auch immer. Ja, und dann mal schauen, wie wir uns dann die nächste Zeit so beschäftigen, weil bis zum nächsten Content-Update dauert es dann wieder eine Weile. Klar, wir haben noch viel zu bauen, zu machen, aber das sind dann eher wieder so Dinge, die so langwierig sind und sehr loot. Wir sind hier, wir müssen noch rum. Mal gucken, ob ich die Höhle wiederfinde. Eingang. Wenigstens mal reinschauen, mal reinschnarchen, wie ich sonst muss ich sagen. Jetzt, wo wir geschützt sind. Badam, badam, badam. War das schon hier? Das blöde Segel ist immer im Weg.
Das stört mich so ein bisschen. Oh, das ist hier vorne der Anleger. Das gefühlt schon wieder so ewig her. Gut, hier sind wir. Ich nehme mal. Warum bist du denn ins Wasser gefallen? Du standst auf dem Boot. Nun krauch wenigstens hier raus. Ist doch unglaublich. So. Ausrüsten. Was macht denn das Ding überhaupt? Geht in 17,4 Tagen kaputt. Gegen Malaria und Schwefelgas. Okay. Ja. Fackel an. Dann nehmen wir den. Wir wissen ja nicht, was kommt. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob es immer noch knistert und kneckert, wenn wir hier hochgehen. Schon irgendwie ein bisschen böse aus. Und hier sind wir die Felsen, die so zum Jump und Run verleiten. Und hat man die nicht in der Höhle schon gesehen? Und du hier. Kohle. Alles auswählen. Oh! So viel Kohle müssen wir bestimmt demnächst viel schmelzen. Nur die Kohle? Ist denn noch ein Weg hier irgendwo hin? Autsch. Oder ist das der Höhlenbogen, der hier beschrieben ist? Und hier. Ich sehe jetzt hier nicht, wo man hochkommt. Also hier jetzt nicht. Also im Normalfall würde ich hier hochhüpfen. Naja, sprach's in Macht. Einfach da hoch. Geht doch. Wieder so ein Punkt, wo ich der Meinung bin, soll ich hier sein oder nicht? Bestimmt nicht. So wie das Spiel sich dagegen sträubt. Hab's versucht, wie immer. Und die Frage ist, wo kommen wir jetzt hier hin? Karte. Langdrang. Wie man hier mal so gar nichts sieht. Falsch, falsche Taste. Nur da lang. Dann hier, da oben. Hier dampft es aber ganz schön. Wenn ich wissen, wie es hier stinkt. Irgendwie so seltsam bekannt vor alles hier.
Gar nicht gut, gar nicht gut. Ich höre was, aber sehe nichts. Noch ein Puma. Jetzt rennt er weg. Oh, der Arme. Du bist dahin gerollt. Komm. Wenn wir immer hier sind. Da ist nichts, da ist nichts. Zumindest haben wir eine Tafel gefunden. Ist ja meines Erachtens nach auch schon ein bisschen was wert heutzutage. Mal gucken. Geht sie irgendwo hoch? Nö. Einfach nur eine Sackgasse. Dafür, dass ich eigentlich hier rauskommen wollte. Sind wir schon wieder irgendwo im Nirgendwo? Irgendwo liegt es der Puma. Ach, da. Dann natürlich nehmen wir die Trophäe mit. Und die Sehne, ich weiß noch nicht, für was wir die überhaupt brauchen. So richtig habe ich noch nicht da durchgesehen. Oder vielleicht ein tausendmal nachgeschaut und es wieder vergessen. Vogelnest. 40 Meter, ich muss hier irgendwo hingehen. Dann gucken wir mal. Ja, so ein bisschen Entdeckungstour gehört ja nun mal immer mit dazu. Und ich finde halt das so schön und entspannt an dem Spiel, dass man auch wirklich was entdecken kann. Also nicht, dass alles immer noch so offensichtlich in der Weltgeschichte rumliegt. Du hast hier oben nichts zu suchen. Da ist noch mal Kohle, Vogelnest, noch mal Kohle vorkommen. Ja, wie kommst du jetzt wieder runter? Ja, du Berglöwe. Was hast du nun davon? Weil er auch überall rumkrauchen muss, in jeder Ecke, die ihn nicht angeht. Es sein, dass es hier der Weg ins Höhleninnere ist, wo wir schon gewesen sind. Und hier qualmt und dampft überall. Oh. Ich sehe blöde Fledermaus. Wir sind irgendwo mittendrin statt nur dabei. Ja, komm her. Hingefallen. Eine ist da und die andere. Das ist so ein Spiel, du betrügst mich. Das waren zwei Fledermapsen. Kannst hier in der Welt überall rumkrauchen, ohne überhaupt irgendwo anzukommen.
und kannst verdammt tief fallen. So, also hier ist jetzt irgendwie nichts mehr auf der Seite und hier. Ich habe irgendwie den Überblick verloren. So, Feuersteinscherbe habe ich gesagt, nehme ich mit. Weil die sind wertvoll. In welche Ecke haben wir denn jetzt noch nicht geguckt? Schwack. Ich will hier hoch. Nicht hier hoch. Auch wenn das unsinnig ist, aber wenn ich dort hoch will, dann will ich dort hoch. Also hier geht es nicht hoch. Ich habe gesagt, dass es unsinnig ist, Asmo. Wärst du mal unten geblieben? Ah nee, der kann ja nicht auf mich hören. Der muss überall hochkrauchen. Kamerad. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Kartierung geht. Geht. Ach du heilige Soße. Ach nee. Oh je. Wisst ihr, was das bedeutet, was das noch für ein Weg ist? Wir sind sozusagen rückwärtig von der Höhle. Da haben wir aber noch eine ganze Ecke vor uns. Und dabei dachte ich nicht, dass die Höhle so groß ist. Jetzt haben wir hier einen Torbogen. Und hier... Warten die Höhle, wo wir waren. Den Weg hier vor... Eisenbaum. Hab ich das eine große Kiste gesehen? Eine Truhe. Noch eine Truhe. Was sind das für Truhen? Oder sind das die Dinger, die wir aufgestellt haben? Ich bin mir nicht so sicher, wo wir heute sind, wo wir hin wollen. Oh Gott. Oh mein Gott. Ah, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal. Hier durchgehüpft. Genau. Ich muss sagen, hier geht's in die Höhle rein. Eisenvorkommen, Eisenvorkommen, Eisen. Oh, gibt es so viel Eisen? Und jetzt, wenn wir dort jetzt lang gehen, dann kommen wir heute nirgendwo mehr an. Und ich muss nämlich schlafen, habe keinen Schlafsack einstecken. Das ist natürlich jetzt freilich ein bisschen blöd. Also, ich hoffe, ich bin jetzt hier nicht falsch. Vermutlich aber doch. Ja. Hier geht es den Weg runter. Dann hier. Und hier. Okay. Muss man sich ja merken, weil wir für einen Rückweg. Leute, ich habe mich verlaufen. Quatsch da. Ich will nach Hause zu meiner Mutti hier. Ja. Hier waren wir gewesen, oder? Ja, du bist müde, ich weiß. Es sieht aber auch verteufelt aus hier. Da zum Puma. Das war in Ordnung, da liegt er. Und jetzt von hier aus. Hier gerade durch, irgendwie zu der Kohle.
Ja, hab ich nicht so. Du bist nur müde. Wie soll ich denn jetzt hier jemals einen Heimweg finden? Hier lang. Oh Mann. Irgendwo. Ich habe mich verlaufen. So. Hier lang. Und hier sind wir gekommen. Dann kam nämlich der Puma. Vermutlich dann hier die Steine irgendwo hoch. Oder auch nicht. Hilfe! Wie sind wir denn hier überhaupt reingekommen? Vielleicht hier runter? Ich bin doch nie wieder den Weg nach hierher oder nach Hause. Hier runter. Genau. Oh Mann. Wir sind sowas von am Poppes. Aber das ist. Ich hätte nie gedacht, dass die Höhle oder die Insel noch so groß ist. Und ich dachte, okay, das bisschen Eisen vorkommen dort und das war's. Naja. Zum Glück haben wir den Katamaran mit Schlafmöglichkeit. So können wir sozusagen unseren Angst und Ärger ausschlafen, beziehungsweise uns wieder genesend machen. Hallo? So, komm, wir packen mal die Taschen noch aus. Also wir haben hier wieder Steinchen eingesammelt. Haben wir denn noch? Haben wir hier noch? Die Kohle und die Flatters und das. So, da haben wir auch was. Und hier haben wir auch noch was eingesammelt. Das ist für nach dem Frühstück. Das kann hier rein. Ja. Schlafen. Scheinbar brauchen wir es. 7 Stunden. Oh Gott, ich dachte schon, der will gar nicht wieder aufstehen. So, dann mal schauen. Ruhe. Also wir wissen jetzt, wir kommen hier lang. Hier ist noch ein Schlangentrank. Wollen wir mal gucken, ob wir den von der Insel aus von außen sehen oder wie wir da rankommen. Hier rein. Man kennt ganz schlecht hier Wege. Hallo, jetzt kommt. Das gönnen wir uns noch. Und wenn wir jetzt auf Anhieb nichts finden, dann... Ihr wisst ja, morgen ist ja auch noch ein Tag. So. Also hier hoch, gerade durch und dann links halten. Wenn der dort ist, der Schlangentrank, dann finden wir ihn. Da oben, sozusagen. Wie wir da hochkommen wollen. Wo das hoch ist ja meistens noch das etwas Machbare an meinen Expeditionen da. Sondern das lebendig wieder runterkommen. Hier sind wir. Hier geht es nicht weiter lang. Wie seid ihr denn so drauf? Seid ihr genauso krankhaft Bergziegen ähnlich und wollt jedes noch so lustige Action erreichen? Das waren Skorpione. Ah, aue! Wie komme ich jetzt wieder raus?
Also nochmal. Dahin. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah. Ihr Säcke, ihr Ratten, ihr Bösen. Ich hab ihn doch getroffen, ihr seid Zeuge. Ich verstehe das Prinzip mit den Fledermäusen nicht. Jetzt galt's als getroffen und trotzdem habe ich... Also mit dem Hüpfen, da habe ich noch so das meiste Problem und die meisten Sorgen. Weil das funktioniert nach wie vor. Nur semi-optimal. Und jetzt wie hier hochkommen. Komm ich mal nie rüber. Doch, bin oben oder unten. Ja. Jetzt bin ich aber hier drin. Und wie komme ich wieder raus? Hatten sie nicht geschrieben, dass sie solche Ecken eigentlich ganz vermeiden wollen? Oder gibt es hier sowas wie... Nee, also ohnmächtig werden, erneut spawnen irgendwo, habe ich keine Lust. Steckchen einstecken. Ich habe noch nicht mal Steckchen einstecken. Ich kann mir nicht mal eine Kiste bauen, wo ich drauf hüpfen kann. Naja, dann versuche ich mich mal hier raus zu befreien in irgendeiner Form. Dann werden wir morgen sehen, ob ich es geschafft habe oder nicht. In diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye und es bleibt weiter spannend.